Aufgrund der aktuellen Lage durch die Corona-Pandemie und der sehr schwierigen Situation vieler Künstler hat die Stadt Lampertheim ein Angebot für Künstler und Interessierte geschaffen. Kulturkommunal der Stadt Lampertheim präsentiert ein Projekt aus der Reihe 30 Minutes for Culture. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hingucker. Rolf, mach's kurz. Okay. Ton? Ton läuft. Kamera? Kamera läuft. Viel Spaß Ihnen beim Hingucken und den Künstlern ein gutes Gelingen. Hallo, wir begeben uns heute auf eine Reise, erschrecken Sie nicht, in die Abgründe der Musik, in die Keller der ganzen Welt, wo ein ganz spezieller Menschenschlag unermüdlich an der Basis der Musik arbeitet, nämlich am Rhythmus. Ermöglicht hat uns diese Reise die Stadt Lampertheim mit dem Kulturamt und dem äußerst wagemutigen Leiter Rolf Hescher, dem dafür unser aller spezieller Dank gebührt. Ganz alleine hätte ich mich auf diese Reise nicht gewagt, aber hier mit meinen beiden Mitstreitern am Schlagzeug, Walter Kippe-Helbisch, und an den Perkussionsinstrumenten Gero Fey, da habe ich dann keine Bedenken gehabt und mich auf dieses Wagnis eingelassen. Schnallen Sie sich an, es geht los.
So, wir spielen noch ein Tram-Trio. Sie haben ja gemerkt, vorher waren doch ein paar arrangierte Teile dabei. Wenn nicht, müssen wir es halt nochmal trommeln. Melden Sie sich. Aber dieses nächste Stück, da imitieren wir einfach mal die Situation, dass sich drei Trommler treffen und zufällig stehen zwei Schlagzeuge und ein Perkussionssetup auf der Bühne. Und dann sagen sich die drei, hey, hosch mul, da könnten wir doch mal was zusammenspielen. Und genau diese Situation tritt jetzt ein. Also stellen Sie sich vor, beziehungsweise Sie sehen es ja auch, wir sind schon auf der Bühne und legen dann einfach los. Auf drei. Drei.
Wir sind bei unserer rhythmischen Weltreise in Brasilien angelangt. Und wir wollen dann einen typischen brasilianischen Rhythmus spielen. Und damit der auch wirklich so richtig gut original kommt, haben wir als Unterstützung, als Verstärkung eine echte Brasilianerin, Christiane. Sie sagt auch noch schnell was. Bem-vindos, amigos, nesta viagem diretamente da Alemanha para o Brasil com nosso ritmo de samba. Damit dieser Rhythmus nicht ganz alleine bleibt, dann kriegen Sie jetzt auch einen kleinen musikalischen Eindruck, vermittelt von unserem Mini-Orchester am Bass Frank Willi Schmidt, an der Gitarre Joachim Summ. Viel Spaß! Okay, Leute, auf dem nächsten Stopp unserer Percussion- und Trommelweltreise landen wir auf der Karibikinsel Kuba. Wir haben ein Arrangement mit zwei Rhythmen für euch vorbereitet. Das erste ist ein Afro-Cuban 6-8, da ist das Erbe Afrikas noch deutlich zu spüren. Und das zweite ist ein total populärer Tanzrhythmus geworden, nämlich der Cha-Cha-Cha. So, und zur Unterstützung haben wir phänomenalerweise eingeflogen, direkt aus
Lampertheim. Sie ist gebürtig hier in Lampertheim. Die Steffi Hamann an der Schäkerei und Bongos. Viel Spaß, bis dann. Darf ich das Orchester, das Zwei-Mann-Orchester vor die Bühne bitten? Vielleicht habt ihr ja den Song schon am Break erkannt, spätestens aber demnächst werdet ihr alle den Song erkennen. Legt los, Jungs, haut in die Tasten! Wir machen einen kurzen Zwischenstopp hier und in dieser Zeit habe ich den Pascal Packlin getroffen und wir haben uns kurzfristig entschieden, noch ein kleines Tramduett zu spielen. Dabei viel Spaß.
Das war unser Drumduett. Vielen Dank an Pascal. Aber die Reise ist noch nicht zu Ende. Ich habe meine Tasche schon gepackt. Es geht noch weiter. Scotty, beam mich ab. Unsere Reise hat uns weitergebracht in einen Kontinent, den man nicht auslassen darf, wenn es ums Trommeln, um die ursprünglichen Rhythmen geht. Sie erkennen es vielleicht schon an unseren Instrumenten. Wir kommen nach Afrika, in das geheimnisvolle Afrika. So, wir sind am Ende unserer Reise durch die
Welten des Rhythmus angelangt. Ich danke nochmal Kulturkommunal, Rolf Hescher, natürlich den Mitwirkenden, Joachim Summ, Frank Wille Schmidt, Steffi Hamann, Gero Fey, Christiane Gavazzoni und Walter Kippe-Helbisch, natürlich auch unserem Mann am Ton und dem Mann an der Kamera. Wir sind traurig, ihr seht es vielleicht, mir kommen schon fast die Tränen, weil die Reise ist zu Ende. Ich habe meine Trommelkoffer schon gepackt. Es geht zurück in den dunklen, kalten, Corona-freien Keller, in meine Schlagzeughöhle. Ich betone Höhle, nicht Hülle. Meine Schlagzeughöhle. Und da werde ich mir Gedanken machen, weil das hat uns allen so viel Spaß gemacht. Ich würde als Schlusssatz sagen, Fortsetzung folgt auf alle Fälle. Bis dahin, ich habe auch schon mit dem Herrn Hescher ausgemacht, ab 10.000 Klicks ist die Fortsetzung perfekt. Ich habe gesagt, Zähne lange auch, aber ja, da werden wir noch richtig verhandeln. Macht's gut, winkt nochmal alle schön. Ich danke allen Mitwirkenden und wir kommen wieder, keine Frage oder wie das auch immer heißt. Tschüss!